Weiter geht's bei Drink First Programming mit Test Driven Development. Wir wollen einen Move anwenden, der hoffentlich valide ist, denn wenn er nicht valide wäre, könnte er gar nicht angewendet werden. Wir haben das noch gar nicht getestet. Machen wir das noch als Zwischenschritt. So, Player X, so könnte er einen Move machen auf C3. Apply Move findet nicht statt. Haben die Logik noch nicht richtig. Not is valid move. Und dann break. So wäre es richtig. So, C3. Gut, warum merkt jetzt Spieler nicht? Break. Is valid move. Sollte hier aus diesem Loop rausgehen, kommt er in den nächsten Loop. Black of white, white of black. Mit dem white gibt das Board aus. Ja, das sind eben die Probleme, die man dann bekommt. C3 ist richtig gemappt. Das 0 ist die Row. Das ist die Call. Vielleicht nochmal debuggen. War zu optimistisch. C3. 2, 3. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. Sollte ein valid move sein. Board is valid move. Row call player. Haben das 2, 3 ja geprüft. Black is true. If board is valid move, machen wir breaks aus diesem Loop raus und jetzt sollte Player gewechselt werden. Ein neuer Player. Ja, es hat mutable. Aber das sollte auch nichts ändern. Doch, das hat was geändert. Ich habe einen neuen Player gemacht und der matcht auf den Player. Ah, und dieser Player, der dann wieder gematcht wird, hat sich nicht geändert. Ist mir jetzt ein bisschen zu hoch im Moment, aber ja, wir haben jetzt das Problem gelöst. Also er kann C3 spielen, der andere könnte T4 spielen, so geht es immer hin und her. Okay, so funktioniert es. Jetzt wollen wir diesen Move anwenden können. Und jetzt dazu machen wir TDD und jetzt machen wir direkt einen richtig harten Test. Ich möchte nicht mehr lange Testcode schreiben heute. Validate later move. Apply later move. Könnte dann die Initial Moves, kann man als Fleißaufgabe noch testen, wenn man sonst nichts Besseres zu tun hat. So wie ich heute Abend. Board is valid move. Das interessiert uns jetzt nicht mehr. Wir wollen den applyen. Und 5.4 haben wir applied. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Also wenn er diesen Move macht hier, dann sollte irgendwie etwas... machen wir noch ein fiktives Beispiel, um ein bisschen mehr Effekt zu zeigen. Wahrscheinlich diese Konstellation kann es gar nicht geben, aber ich mache jetzt mal das ein schönes Viereck. Von Einsen umgeben und da sind lauter Zweien drin. Sperren wir da eine 1 ein und hier ist eine 0, hier ist noch leer. Und machen wir hier in einem der beiden machen wir jetzt eine 1 rein und dann schauen wir nachher, wie das Board aussieht. Jetzt die Frage ist, wollen wir das Board modifizieren oder ein neues erstellen? Also das wäre jetzt der Ausgangszustand. Dann ist before. Und dann after. Also Test-Driven Development ist schön, um APIs zu designen. Ein Hoch auf den Programmierdidaktiker.
in mir. Vor und after. Und dann halt didaktisch schön, ja, den Move könnt ihr dann noch in der Mitte machen. Der Move wäre jetzt Let's Move oder Row Call gleich, setzen wir es hier. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 3. Das wäre jetzt unser Move hier. Und dann After sieht so aus. Wenn ich jetzt hier Player 1 hier rein mache, da. Jetzt geht es in alle Richtungen, diagonal, also in die Hälfte Richtungen geht was. Diese Richtung geht auch was. Oh, ist jetzt gesetzt. 4, 3. Oh Mann. 0, 1, 2. Ich markiere den schnell, dass ich den gesetzt habe. Mit einem I. Hier wird was gesetzt. Hier wird was gesetzt. Und wenn ich hier habe ich auch eine Diagonale. Und hier habe ich auch eine Diagonale. Nein, hier habe ich keine. Auch das hier gesetzt. Das hier auch gesetzt. Aber das wird nicht gesetzt, weil. Noch einmal, ich habe es hier reingesetzt. Ich habe eine Asymmetrie. Oben sind es 2, unten ist 1. Ja, genau. Das ist auch schön für einen Test, weil das bleibt 2 oder weiß. Ja, genau. Hier setze ich es. Und jetzt Board from before. Und jetzt ist die Frage, let board gleich board from after. Wieder mit der gleichen Codierung. Und was will ich jetzt damit prüfen? Ich möchte eigentlich, dass dieses Board hier, wenn ich den Move applye, Let Board, Board.apply Move, Row Call Player, möchte ich nachher, dass das den Zustand expected hat. After, jetzt, ich muss eigentlich auf Board Fields prüfen. Kann es auch, ja, nenn es mal Board, lass es so. Das wäre jetzt so ein schöner Test. So möchte ich die API designen. Machen es mutable, also in place mutation. Dann ist die Frage, wenn ich das hier aufrufe, apply move, das muss dann mutable geborrowt werden. Das ist ein schöner Test. Okay, Cargo Test schlägt fehl, weil es die Methode nicht gibt. Und die müssen wir jetzt implementieren. Und das wird nicht ganz einfach. PubFN apply move. Wir haben ein Board, das mutably geborrowed wird. Sein Self. Mut Self. Row. Haben wir da oben gemacht. Ich mache es ein bisschen kleiner, damit ich sehe, was ich oben gemacht habe, weil es ist ziemlich identisch wie oben. Das ist eben die Redundanz, die ich angesprochen habe. Player Car Bool. Nein, nicht Bool. Mache ich da gar nichts. Gebe gar nichts zurück. Ich könnte einen Fehler zurückgeben, aber ich gehe davon aus, jetzt sind so optimistisch. Apply Move. Das sind nur valide Moves. Und ich kann ja notfalls, sind wir mal so nett, if self is valid move, row call player, was machen wir dann, panic, format, ja, nützt alles nichts, ich weiß ja, was soll's, invalid move, row call player, vielleicht hilft es beim Debuggen, weil wir den Zustand ja wissen, gehen wir nicht gesondert aus. Aber so stellen wir sicher, dass da nichts Fehlerhaftes passiert, beziehungsweise das Programm abstürzt, wenn da der Client das falsch implementiert.
Ein Schluck auf defensive Programmierung. So, jetzt eigentlich ist es ein bisschen blöd, was ich jetzt mache. Valid Move ist es. Jetzt eigentlich, ich gehe das Ganze durch und ich würde so einen Trail, wenn ich dazu einen Trail anlegen würde, der mir sagt, welche Indizes ich drehen müsste, dann wäre das wunderbar, aber dann müsste ich natürlich alle Himmelsrichtungen fertig abarbeiten. Ja, vielleicht für ein andermal, aber jetzt gehen wir nochmal diese Directions durch. Und jetzt habe ich noch diesen Opponent. Und wir machen nicht Return False, sondern nur Panic. Invalid Player. Player, dann kann ich keinen Opponenten dazu auswählen. Panike. Hätten wir das auch beseitigt. Also wir haben jetzt gültige Row Call und Player. Und jetzt müssen wir diesen interessanten Loop schreiben und dann mutierend auf das Self zugreifen. So, for Row Delta CD in Directions. Und hier brechen wir nicht früher ab, wir gehen alle durch. Das muss ich nochmal zusammennehmen. Jetzt haben wir irgendeine Direction. Und jetzt wir wissen, es ist ein valid move, aber wir wissen nicht, welche Directions valid sind. Müssen wir die ganze Logik nachprogrammieren. Let mut has visited. Oder machen wir besser vielleicht einen opponent trail. Das ist ein Vektor von Indexpaaren, welche dann eben Indizes beschreiben, wo der Opponent liegt. Wir gehen einfach davon aus, dass wir am Ende wieder bei unserem Stein ankommen. Und dann diese angesammelten Steine drehen können. Ist optimistisch. Wir füllen das mal auf und vielleicht verwerfen wir es dann wieder. So. Jetzt. Gleich Row as iSize plus RD. Weil wir haben ja minus 1 Indizes, da müssen wir bei signed in Integern. Sie wissen, was ich meine, oder auch nicht. Aber warum schauen Sie dann dieses Video überhaupt? Also wir sind auf dem richtigen Index, je nach Richtung. Und jetzt ist es mir zu blöd. Ich habe gesagt, dass ich hier Code dupliziere. Man kann es viel sinnvoller lösen. Ist dann die Aufgabe für das nächste Mal. Also wenn ich dann nirgends anschlage, fülle ich da meinen Opponent Trail auf. Und wiederum ein bisschen viel Copy-Paste. Aber jetzt fängt dann das Denken wieder an. Let Field. Ich pick mir das aktuelle Feld raus. Und jetzt kann ich natürlich prüfen. Match Field. Was ist für ein Feld? Mal nicht If-Else. Wenn das Feld ein Opponent, nein, das wird einfach matchen. Ich mache wieder If-Else. If-Field gleich Opponent. Dann machen wir einfach OpponentTrail.push RC. Das heißt, das wird dann vorgemerkt fürs spätere Umdrehen. Else If-Field gleich Player. Wenn wir unser Feld haben, ist die Frage, entweder sind wir wieder bei unserem Feld angekommen, wir sind ja schon initial eins davon weggerückt. Wenn wir bei unserem angekommen sind, jetzt kann ich auf den Opponent Trail umdrehen, wenn der leer ist, dann wird er nicht umgedreht. For, jetzt haben wir da ein bisschen eine Namensknappheit. Turn Row, Turn Call in Opponent Trail. Das ist wahrscheinlich noch mutable. Machen wir. Meine Güte. Jetzt kommt ein garantierter Borrow Checker. Fields TRTC. Bin ich blöd.
gleich Player. Ist einfach alles umgedreht. Ja, gibt es sonst was zu tun? Und ja, sonst bricht der Loop ab. Cargo Check wird sicher nicht funktionieren. Was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Ah, U-Size, I-Size. Also R und C. Stimmt ja nicht überein. Row macht zu E-Size. RD Directions wird E-Size sein. Das ist alles E-Size. Jetzt hier beim Zugriff muss ich auf U-Size, U-Size umstellen. Aber wo war das nochmal? Trail Push. Bei der Push-Operation. Was hat dieser Opponent Trail? U-Size, U-Size. Ja, ist eigentlich schon korrekt, dass U-Size ist, wo nur Index drin haben. Und wir stellen ja im Loop sicher, dass wir nie daraus. Ah, Sides gibt es natürlich nicht. Let Sides gleich Sides as U-Size, oder? Nein, R ist I-Size. Sides ist ja U-Size, darum muss es konvertieren. Gut, jetzt haben wir noch ein Panic. Panic hat nicht gern, wenn ich das so mache. Na, ja, das da war es. Welches Panic war das Problem? 95. Ah, alle Panics sind das Problem. Ah, ist nicht Panic. Kann es selber formatieren. Ja, okay, jetzt haben wir Borrower Problem 122, Opponent Trail müssen wir borrowen. Und jetzt ist hier das Problem. Oben gibt es auch jede Menge mehr Probleme. Auf Range of U-Size. Hier habe ich Referenzen offenbar, bekomme da Referenzen raus. Muss wieder dereferenzieren. Und das kompiliert sogar, was mich ehrlich gesagt überrascht. Aber ja, weil wir Indizes verwenden, nicht über die Zeilen iterieren. Also einfach mal hier Sites unabhängig von Fields verwenden, müssen wir gar nichts borrowen. Und dann haben wir den Borrow-Checker recht gut befriedigt. Das überrascht mich jetzt, wie einfach das geht. Ein Hoch auf Rust. So. Und noch Warnung gehabt, oder? R und C müssen nicht mutable sein. Warum nicht? Weil ich die nicht verändere. Ist das sinnvoll, dass ich die nicht verändere? Nein, das ist nicht sinnvoll. Denn ich muss ja zum nächsten Feld gelangen. Es gibt vielleicht wieder einen Typfehler. RD. Aha, CD. Ja, das Denken war früher mal. Es kompiliert. Mein Testcode funktioniert etwas nicht. Was war das nochmal? Player habe ich 1 angegeben. Das ist natürlich hier dieser Sprache. Ich möchte mit Black das machen. Als Test habe ich es markiert. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich einen endlos Loop produziert. Irgendwas bricht da nicht ab. Was könnte das sein? Ah, es gab hier einen Loop. Directions R, R, C, C, R plus gleich RD, C plus gleich CD. Aber hier, wenn ich dann das Ganze gedreht habe in diese Richtung, ich denke, das muss ich immer machen. Moment. Ich drehe einfach die Dinger und dann bin ich fertig in diese Richtung. Das heißt, ich kann einen Break machen, komme dann aus diesem Loop raus, bin dann fertig mit diesem Loop und gehe in die nächste Richtung. So ergibt es Sinn. Ich gehe mal davon aus, dass ich das gespeichert habe. Ja, weil das Later Move. Also irgendwie hier etwas terminiert noch nichts. Opponent. Okay, ich habe noch den Else-Fall. Wenn ich auf ein leeres Ding treffe, dann mache ich einfach Break. Dann gibt es nichts zu tun.
Okay, jetzt eben das Befürchtete. Die Logik scheitert. Ja, vielleicht wäre es doch sinnvoll gewesen, ich hätte mal mit einem einfachen Test angefangen, der nachvollziehbar ist. Kopiere halt das Ganze. Apply first move. Und ich mache einen von 257 bis, ja, kann es auch von oben kopieren, bin fast zu faul. 1 durch 0 ersetzen, überall. Und 2 auch durch 0 ersetzen. Und machen wir hier wieder das. Wie sieht es initial? Ich muss doch wieder nach oben scrollen. 2, 1, 1, 2. So, jetzt hoffe ich, dass ich ungefähr die Mitte treffe. 2, 1, 1, 2. Und 2, 6, 8 bis 2, 7, 5. Nochmal alle 1 durch ein 0 ersetzen. Und 2 auch durch eine 0. Und jetzt 2, 1, 1, 2. Und mache jetzt einen Move. Als 1 mache ich den Move 0, 1, 2, 3, 2, 3. Als Black. Nehme ich den und dann habe ich dieses Ergebnis. Also einmal testen, dass die Logik grundsätzlich funktioniert. Und nehmen wir das mal nach oben. Ah, ich habe es schon nach oben gemacht. Von der Reihenfolge her logisch. Und ich mache mal hier ein Ignore, damit ich nachher daran denke, das hier zu aktivieren. Also scheitert. Also erst immer anschauen, ob der Test überhaupt sinnvoll formuliert ist. Ich glaube, das ist korrekt hier. Let expect board from after, before after, board fields, expected fields. Ich mache vielleicht mal hier ein Printline zum Debuggen vom Board. Wie es vorher ist und dann vom Board, wie es nachher ist. Cargo Tests, no capture. Das wäre jetzt hier. Also, aha, jetzt fällt es mir ein. Also, das ist korrekt gedreht, aber wenn ich den Move anwende, muss ich noch sagen, dass dort, wo ich den Move anfange, dass dieses Feld auch gesetzt wird. Machen wir das Apply Move. Jetzt hier, wenn ich den Opponent Trail anwende. Nein, hier wende ich ihn an. Und jetzt muss ich halt hier sinnvollerweise prüfen. Jetzt nehmen wir an, der hat was drin. Jetzt muss ich prüfen, Player und Opponent Trail gleich 0, ja. Empty, also not empty ist. Dann mache ich mal self fields. Wo fange ich an? Row call gleich player. Das funktioniert. Und jetzt, wenn das noch funktioniert. Ja, okay. Jetzt hier haben wir noch ein Problem. Nehmen wir den Debug-Code nach unten. So, jetzt kann ich dann gleich die Unterschiede ermitteln. Das Ding hier ist dann rausgekommen. Ich muss das Expected einblenden. Also jetzt habe ich hier irgendwo einen Unterschied. Das da ja beim Expector habe ich einen Fehler gemacht. Das soll nicht gedreht werden. Ich habe diese Asymmetrie eingebaut. Ja, wunderbar. Also es funktioniert perfekt. Cargo Test. Cargo Format. Ja, mal ein bisschen formatieren, oder?
erstmal sauber arbeiten. Ich kann jetzt einen Move anwenden. Und ihr habt damit alle sämtliche Argumente gegen Alkoholkonsum beim Programmieren entkräftigt. So, jetzt machen wir ein schönes Spiel draus. Board.applyMoveRowCall. Gleich sehen die Redundanz auch im Client-Code. Und dann muss das Board noch mutable sein, natürlich, weil, jetzt kommt der Didaktiker wieder, weil applyMove dieses Board mutably borrowed. Sie sehen die Zusammenhänge. Vernetztes Denken. Ich bin auch noch anderthalb Liter Bier, noch ein verantwortungsbewusster Pädagoge mit einem didaktischen Antrieb. Spielen wir Reversi. X C3. Was macht Player 0? E2. So, was mache ich jetzt? Gehe ein bisschen in die Ecken. F1. Wunderbar. Macht 0. E1. Okay. Ich kann Reversi spielen. Source git commit. First working version. Wir haben 20:30 Uhr. Erste spielbare Version fertig. Natürlich haben wir keine Siegauswertung. Aber wir können Reversi spielen. Und ich denke, ich mache jetzt noch eine kleine Convenience-Funktion, einfach um den Zwischenstand anzuzeigen. Man könnte es noch lange erweitern nachher, aber hier, wenn wir das Board ausgeben, das können wir gleich vielleicht im Format drin machen, oder wollen wir es, nein, machen wir es separat, das können wir es besser testen. Test, machen einen ganz einfachen Test. Test current state. Testen wir den Zustand. Und wir haben irgendwie, fangen wir einfach mit dem leeren Board an. Let board gleich board new. Und expected gleich, dass wir eben zwei schwarze, zwei weiße haben. Initial Standings. Das ist der Erwartungswert. Let actual. Das Tippen fällt mir schon ein bisschen schwerer langsam. Gleich board. Get Standings. Und dann assert expected actual equal. Cargo Test funktioniert natürlich nicht, weil die Methode nicht existiert. Gehen wir nach oben. Weiter nach oben. Pub FN. Jetzt ist das Ding. Get Standings. Ja, genau. Wir brauchen eine Referenz aus Self, reicht. Und dann gehen wir zurück. Eine Tupel Usize Usize. Jetzt machen wir mal for row in self.fields. For field in row.calls, calls, call in row. Und dann. Let mut black gleich 0. Mutwide gleich 1. Match fields. Black plus gleich 1. White plus gleich 1. Ja, jetzt vertippe ich mich langsam.
Und sonst. Ja, können auch hier, wenn es nicht black ist, muss es. Ah nein, es könnte empty sein. Empty. Mach halt einfach nichts. Geht das? Egal, sehe ich dann. Und beides, mein Freund. Black, white. Cargo Test. Macht er da? Dann kann ich einen leeren Block machen. To do. Ja, gibt auch nichts zu tun. Was soll ich da? Ah, jetzt muss ich wieder da borrowen. Oh. Found car. Ah, jetzt habe ich die kleine Referenz. Gar nicht so einfach. Das scheitert Initial Standings. Warum scheitert das? Hat er gesagt, dass das scheitert? Not yet implemented. Ah, das To-Do heißt not yet implemented. Ja, das ist ein bisschen mühsam. Let mut empty. Nein, ich bin noch ein Trottel. So, 0. Bei 0 fängt es an. Let. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was macht das sinnvollerweise. Bei empty. Einfach einen leeren Block machen. Warum nicht? Ah, funktioniert doch. Egal. Formatieren. Jetzt geben wir den Stand aus. Shut Roll Call. Ich denke, wenn wir das Board ausgeben, vielleicht vorher Zwischenstand. Get Standings. Cargo Run. Ah, okay, Standings. Jetzt ist eine Tupel. Black, white. Ja, wir müssen da ein bisschen schöner formatieren. Black, white. So, und jetzt spielen wir. Black 2, White 2. Sieht fast schon so gut aus wie meine Webseite. C3. So. E2. Gut. F2. Oh, das funktioniert sogar, ja. Überraschenderweise. Ja, das Spielen fällt mir jetzt ein bisschen schwer mittlerweile. Jetzt bin ich O, muss mich immer umdenken. G2. E1. E0. Aha, jetzt macht den fertig. Jetzt da F2. Oh nein, geht nicht. F2 geht nicht. F1 meinte ich. Ja. Jetzt bin ich wieder O. E5. E5 geht nicht. Warum geht E5 nicht? Als O. Warum geht E5 nicht als O? Das ist eine Frage, der ich mich widmen muss. Ich würde sie gerne von mir wegweisen. Doch das wäre feige. Also mache das gleiche wie das letzte Mal. Test-driven Debugging. So, müsst ihr einen Testfall schreiben und herausfinden, warum X würde es gehen. Okay.
Ich gebe Entwarnung, es war das Bier, das sich gemeldet hat. Wenn man immer umdenken muss zwischen jedem Zug, ist das nicht mehr so einfach nach 1,5 Litern Bier. Dachte schon, meine Unit-Tests wären unzureichend. Also spielen wir noch einmal. Jetzt als X fangen wir an. D2. C4. Oh, C4. E5. F4. D5. Machen wir jetzt E2. E1. F3. Jetzt bin ich wieder X. G4. Zweimal durchzuspielen. O macht jetzt H4. Wäre vielleicht schön, wenn wir unten und oben das Ding anzeigen würden. F5. Spiel O macht E0. Spieler X macht, was kann er noch machen? B4. Spieler O macht E6. Spieler X macht, hat er da C3. Ziemlich ausgeglichen. O gleich, was könnte er noch machen? Nein, kann er nicht. F6. Natürlich nicht. F2. Ja, Spieler X macht jetzt G3. Schönes Segelschiff. Spieler O macht G2. Hat ziemlich die südliche Hälfte sich erobert, aber jetzt kommt Spieler X mit H3. Wie wird das gekontert? O könnte H2 spielen. Was kann jetzt X machen? F6 wäre eine Variante. Und O könnte dann aber mit F7 wieder kontern. Hat er den Süden wieder. Als Spieler X kann jetzt aber dazwischen gehen mit G5. Rache mit G1. G1, nein, G6. H5. H6. Jetzt kann X auf G7 spielen und O kann sich mit H7 die Unterecke sichern. X, was bleibt X übrig? G1 zum Beispiel. Und jetzt hat er aber eine schöne Einladung verschickt an O. Aber jetzt kann er eine Ecke H0 erobern. Die bringt O nicht mehr weg, aber mit H1 kann der Schaden. Nein, kann nicht in Grenzen gehalten werden. Es gibt nur noch F2 hier. F1 meine ich. Aber X kann kontern mit F0. Und jetzt muss O schauen, wo er bleibt. Zum Beispiel mit A4. Und das macht X jetzt C5. O kann jetzt vielleicht mal versuchen, auf H1 zu spielen. Nein, das geht nicht. Hätte ich jetzt nicht gemerkt. O kann O spielen. Zum Beispiel auf B5. Ups. Jetzt habe ich hier nur eine Panik und das verheißt nichts Gutes. Ich merke mir schnell hier diesen Zustand. So sieht es aus. Das war der letzte Zustand, bevor es abgestürzt ist. Dieser Zug H5.
N5, ja, okay, das ist eine Input-Validierung. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Müssen wir noch schnell schauen, dass das alles ist valid move if row kleiner als 0 oder row größer als. Jetzt habe ich hier sites nirgends im Zugriff. Also das ist kein Bug, also library Bug, sondern ein Bug hier drin. Sites oder call kleiner als 0 oder call größer sites continue. Da muss es nochmal eingeben. Ups, private constant habe ich nicht gespeichert hier. Jetzt habe ich auch hier eine Warnung. So, users to the type limits. Ich habe hier eine U-Size, also kann es gar nicht passieren, aber es kann, wir haben gesehen, das kann größer werden. Okay, hätten wir diesen Fehler geklärt, jetzt, ich bin schon bei über 40 Minuten von diesem Video. Wir haben einen Bug beseitigt, wir haben es nicht komplett durchgespielt. Was jetzt noch fehlt, ist die Prüfung, ob erstens das Feld voll und somit das Spiel beendet ist, beziehungsweise ob der Spieler überhaupt noch einen Valid Move hat. Weil es kann Konstellationen geben, wo nur noch der eine Spieler ziehen kann, beziehungsweise kein Spieler mehr ziehen kann. Und das müsste man noch abfangen. Aber ich denke, ich schenke mir das heute. Add Source. Git add Cargo. Alles git commit playable game, lassen wir es für heute gut sein und widmen wir uns vielleicht noch schnell dem README. Okay. Feststellung der offenen Punkte und starker Harndrang. Also ich denke, ich werde jetzt noch schnell mein Bier hier abschließen. Macht es in zwei Schritten. Was haben wir heute gemacht? Wir haben das Spiel Reversi implementiert in Rust. Ich habe recht viel Zeit darauf verwendet, eine API zu erzeugen, die auch gut testbar ist. War nicht ganz einfach. Dann habe ich mir überlegt, wie gibt der Spieler das ein? Also Spalte, Zeile, Zeile, Spalte. Was ist da sinnvoller? Muss da ein bisschen anpassen. Wir haben dann das Problem gehabt, dass das User Interface praktisch die Input-Checks selber machen muss und das Mapping auf die korrekten Indizes des Modells. Vielleicht nicht ganz optimal, da könnte das, sagen wir mal, das Backend, die Library, ein bisschen mehr Arbeit abnehmen. War zum API-Design nicht optimal. Aber der Test-Driven-Ansatz hat sich ziemlich bewährt, denn wo wir Fehler gefunden haben, war es meistens anhand der Tests. Und zwar der Unit-Tests und nicht aufgrund der manuellen Tests. Beim manuellen Test haben wir vielleicht gemerkt, dass der Code der Anwendung nicht korrekt war, aber am Library-Code war eigentlich nichts falsch. Wir haben sehr starke Redundanzen im Code, eben bei Reverse speziell die Validierung und die Anwendung des Zuges machen eigentlich ziemlich genau das Gleiche. Und diesen Code könnte man besser integrieren, indem die Validierung zum Beispiel sagen würde, dies ist ein valider Zug und falls er angewendet werden würde, hätte dies folgenden Effekt. Also folgende Spielsteine müssen dann gedreht werden. Und das wäre ein interessantes Refactoring, das man gelegentlich vornehmen könnte.
aber sicher nicht mehr heute Abend, es ist schon bald 21 Uhr. Aber ich habe es vorher schon gewusst und der Eindruck hat sich bestätigt, man könnte diesen Code ein bisschen vereinheitlichen. So, dann in diesem Fall schließe ich mein Experiment ab. Der letzte Tropf ging aufs T-Shirt. Der war bei 1,98 Liter, zweimal, also sechsmal 0,33 Liter. Plus der Tropfen aufs T-Shirt, der wegging. Das ist hier im Oberverzeichnis. Finished Experiment for today. So, damit wäre das abgeschlossen und ich bin froh, dass ich endlich Feierabend habe und ich hoffe, die lieben Zuschauer haben etwas gelernt. Ja, das gehört definitiv aufs Protokoll. Feedback des Bieres in Form eines Rülpsers. Git commit-m, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Git push. So, ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Das Zuschauen dürfte ähnlich anstrengend sein, das Produzieren. Und ich habe heute wieder mal als Fazit den Beweis erbracht, dass es eigentlich keinen Grund gibt, während des Arbeitens, gerade beim Programmieren, kein Bier zu trinken. Dann kauft Luzerner Bier, programmiert Rust und erfreut euch des Lebens, meine lieben Freunde. Auf Wiedersehen, gute Nacht und einen schönen Sommer. Bis dann.